Es gibt Menschen, die treten in einen Raum voller Menschen, und sie haben diese Fähigkeit, fast intuitiv die Atmosphäre, die Gesamtsituation sehr präzise einzuschätzen. Sie schauen in die Gesichter und sie merken sofort, wer ist fröhlich und wer ist traurig, wer ist verärgert, wo liegen Spannungen, was liegt hier gerade in der Luft. Und einige, sie besitzen dann auch ein Gespür dafür, was sie sagen oder was sie tun müssen, um diese Umstände, um diese ganze Atmosphäre zu ihren Gunsten oder nach ihrer Vorstellung zu beeinflussen. Kennt ihr solche Menschen? Menschen mit einer unglaublichen Präsenz. Wenn man mit ihnen spricht, dann fühlt man sich sofort verstanden. Und ihr Rat scheint immer hilfreich zu sein, als würden sie alles durchschauen, als würden sie alles durchdringen. Nun, es gibt auch das Gegenteil, müssen wir ehrlich sein. So Elefanten im Porzellanladen, die treten in einen Raum und haben scheinbar überhaupt keinen Durchblick und haben überhaupt kein Gespür, überhaupt kein Feingefühl, sondern treten alles platt und jedem auf die Füße. Nun, solche Menschen gibt es auch und vielleicht kennen wir davon mehr, aber uns ist allen klar, so ein raffinierter Geschäftsmann oder ein cleverer Politiker oder ein kluger Anwalt oder in allen unterschiedlichen Branchen, die es gibt, solche Fähigkeiten können enorm erfolgreich sein, wenn jemand so einen Sinn hat, eine Gelegenheit oder eine Person richtig einzuschätzen. Wir sagen dann, er hat einen besonderen Riecher, als könnte er riechen, was gerade los ist. Das, was eigentlich doch verborgen ist. Das, was eigentlich unsichtbar ist und unseren natürlichen Sinnen nicht so direkt zugänglich. Nun, solche Fähigkeiten, die können gut oder schlecht sein. Auch das ist uns doch sicherlich bewusst, je nachdem, welches Ziel oder welche Motive auch die Person verfolgt. Ein Mensch kann durch seine schnelle Analyse, durch dieses Gespür, kann er Menschen gewinnen, kann er Menschen überzeugen, kann er Menschen motivieren oder manipulieren, überlisten. Um dieses Überlisten, darum geht es heute in dieser Predigt. In Überlisten steckt das Wort List oder listig. Das bedeutet eigentlich so viel wie klug, schlau, raffiniert, gewitzt. Aber es hat einen negativen Unterton. Wenn wir von List sprechen, dann meinen wir es meistens negativ. Hinterlistig, arglistig ist jemand, der mit Tricks oder mit einer täuschenden Strategie verführt. Tatsachen werden verzerrt dargestellt. Bestimmte Gefühle, zum Beispiel der Angst, der Sorge oder der Wut, sie werden ganz bewusst verstärkt. Wir finden die List in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Ob in der Politik, bei Parteienwerbung, ob im Geschäft, da wo es geht, irgendwelche Deals zu machen, irgendwelche besonderen Geschäftsverbindungen oder im Sport Einfluss zu nehmen auf die Sportler oder auf Mannschaften oder das Gesamtgefüge, wo auch immer es um etwas geht, wo auch immer Menschen mit im Spiel sind, die beeinflussbar sein können, begegnen wir auch in der einen oder anderen Form diese List unter Menschen. Doch das erste Auftreten der List, dieser besonderen Klugheit und Raffinesse, finden wir an einem Ort, wo man ihn am wenigsten erwarten würde. Nun, im Gerichtssaal oder in der Geschäftswelt erwartet man es vielleicht. Man ist es gewohnt in der Politik. Aber an einem Ort wird man es am wenigsten erwarten. Im Paradies. Aber genau da
ist es, wo wir zum ersten Mal mit diesem Phänomen der List konfrontiert werden. Wir schlagen auf 1. Mose Kapitel 3 und lesen hier die ersten Verse. 1. Mose Kapitel 3, Abvers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten des Baumes des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. In den Garten Eden, diesen Garten der Wonne, schleicht ein merkwürdiges Tier. In den ersten beiden Kapiteln haben wir gelernt, wie alles vollkommen ist, wie Gott wunderbar versorgt mit all dem, was die Menschen brauchten. In allen Aspekten hatten sie segensreiche Erfüllung. Aber hier schleicht nun ein Tier in diesen Garten, die Schlange. Ein Tier, das Gott geschaffen hatte. Und wie alles, was Gott geschaffen hatte, war es gut. Eine gute Schöpfung Gottes. Doch diese Schlange ist nicht nur eine Schlange. Diese Schlange ist zu einem Werkzeug des Bösen geworden. In Offenbarung 12, im letzten Buch der Bibel, in Offenbarung 12, Vers 9, da heißt es: Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde geworfen auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Wer die Bibel kennt, der weiß also, in dieser Form einer Schlange kam Satan selbst, der Teufel, in den Garten. Dieser gefallene Engel, er missbraucht die gute Schöpfung Gottes. Und von dieser teuflischen Schlange wird gesagt, dass sie listiger war als alle Tiere des Feldes. Diese Schlange, sie will zum Bösen überlisten, zum Verderben führen. Und am deutlichsten weist im Neuen Testament Paulus auf unseren Predigtabschnitt hin. Und zwar in 2. Korinther 11, Vers 3. Und das ist wie eine Art Anwendung auch unseres Textes. Hier warnt er davor, dass der Teufel noch immer Menschen mit seiner List verführt. Ja, gerade auch Menschen in den Gemeinden. 2. Korinther 11, Vers 3. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Merkt ihr, wie Paulus das anwendet, was wir hier in 1. Mose 3 lesen? Das ist nicht allein geschichtliche Information, es ist es auch. Aber es ist eine Warnung an uns heute. Es ist eine Warnung selbst an die Gemeinden Jesu Christi. Der Teufel, er ist noch nicht zu Ende mit seiner List. Eva war nicht sein einziges Opfer. Paulus sagt: Ich fürchte, dass der Teufel auch euren Sinn von Christus abwenden kann. Nun nehmen wir das ernst. Wenn wir diesen Text lesen aus 1. Mose 3, hast du da jemals an dich selbst gedacht? Dass es eine Warnung an dich ist. Der Teufel, er verführt immer noch Menschen mit seiner List. Nicht in Form einer Schlange, sondern in Form von falschen Lehrern in den Gemeinden. Von falschen Predigern, die ein falsches Evangelium und einen anderen Christus verkünden. Der Teufel ist immer noch lebendig und wirksam. Manchmal gewaltsam wie ein Löwe, doch häufiger noch listig wie die Schlange.
Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, dass er befürchtet, der Satan könnte auch ihren Sinn verführen und von Christus abwenden und verderben. Von dieser klaren, einfältigen, lauteren Sicht auf Christus, auf das, was er getan hat. Doch er schreibt, um zu warnen. Er schreibt, damit die Christen sich rüsten und wachsam sind, damit der Teufel uns nicht überlistet. Durch die Bibel ist uns das Ziel des Teufels nicht unbekannt. In unserem Predigttext finden wir die List der Schlange aufgezeigt und wir wollen sie nun genauer betrachten, um in diesen Punkten umso mehr Acht zu geben, damit wir im Glauben nicht wanken, damit unser Sinn nicht abgezogen wird von Christus weg. Und zwei listige Methoden wollen wir uns heute anschauen, den Zweifel und die Entfremdung und das nächste Mal, so der Herr will, dann den Widerspruch und die Begierde. Erstens, der Zweifel. Die erste List des Teufels ist der Zweifel. Das ist eine Taktik, die verführt, die in die Irre führt, die orientierungslos macht. Denn plötzlich werden feste Überzeugungen ungewiss. Perspektiven ändern sich. Das, was man eigentlich so klar sah, verschwimmt, wird verschwommen, wird neblig. Ich erinnere mich, als Kind liebte ich es, mit meinen Freunden Schatzsuche zu spielen. Und mein Vater, er zeichnete eine Schatzkarte und er brannte sogar den Rand so an, dass es wie alt aussah und er zeichnete es wie so ein Piratenschatz. Und dieser Schatz, irgendwelche Gummibärchen oder so, war dann irgendwo in der Nachbarschaft versteckt. Und es galt nun, diesen Schatz mittels dieser Karte zu finden. Oh, das war ein großes Abenteuer. Und an einem dieser Tage, da machte ich mich mit meinen Freunden voller Eifer und voller Erwartung in diese Richtung, die uns diese Schatzkarte aufzeigte. Und dann rief plötzlich einer meiner Freunde, ich glaube, wir müssen in die andere Richtung gehen. Und wir hielten an. Und er schaute auf die Karte und er meinte, ich glaube, wir haben sie falsch gelesen. Die Bilder und die Zeichnungen, sie machen mehr Sinn, wenn man die Perspektive umdreht. Wir müssen in die andere Richtung gehen. Und wir drehten also um und gingen in die andere Richtung. Und wir liefen und wir liefen und wir fanden nichts, was irgendwie einen Anhaltspunkt gibt. All diese Zeichnungen in der Karte, sie machten gar keinen Sinn mehr. Man konnte sie mit nichts vergleichen, was wir gesehen haben. Wir liefen und irgendwann merkten wir, wir haben uns verlaufen. Wir sind vom Weg abgekommen. Das ist irgendwann nicht richtig. Und wir haben frustriert aufgegeben und wir kehrten zurück nach Hause. Und mein Vater wunderte sich, wie man die Karte so falsch lesen konnte. Wie man auf die Idee kommen konnte, das Ganze umzudrehen. Es war doch richtig gewesen, wie wir sie ganz am Anfang gelesen haben. Die Richtung, die wir eingeschlagen hatten. Doch das misstrauische Zweifeln des einen brachte uns alle auf einen falschen Weg. Mein Freund meinte es nicht böse, aber es zeigt die Kraft von Zweifel. Wir haben gelesen. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Er sieht Zweifel. Und zwar Zweifel zunächst an Gottes Ordnung. Das erste Detail in dieser List ist, diese Schlange, sie sprach zu der Frau. Warum ist das listig?
Hast du dich schon mal gefragt, warum die Schlange zu der Frau sprach und nicht zu dem Mann? Nun, unser Text sagt es ganz deutlich. Er sprach zu der Frau. Es ist nicht, dass er zu Adam und Eva sprach und nur die Frau antwortete. Er sprach zu der Frau. Ist das Zufall? Die Schlange war listiger als alle Tiere. Das war kein Zufall. Die Frau war nicht einfach zufällig gerade in der Nähe und näher dran. Die Worte waren gezielt an die Frau gerichtet. Die Frau sollte Adam als Hilfe und Gefährtin beistehen in dem Auftrag, den Gott ihm als Haupt und Repräsentant der Menschheit gegeben hat. Wir haben schon zwei Predigten gehört über den Wert, aber auch über die Stellung der Frau. Gott hat Mann und Frau unterschiedlich geschaffen und auch unterschiedliche Verantwortungsbereiche gegeben. Doch von dem Mann ist hier auffälligerweise überhaupt nicht die Rede. Der Mann, der das Haupt sein sollte, ihm, dem die Verantwortung übertragen wurde von Gott, er ist hier überhaupt nicht in dem Bild. Der Teufel übergeht heimlich die Ordnung Gottes bezüglich der Stellung von Mann und Frau, bezüglich der Verantwortung von Mann und Frau. Und zu einem gelegenen Zeitpunkt spricht er die Frau allein an. Vielleicht hat Eva sich gar nicht viel dabei gedacht. Vielleicht fühlte sie sich aber auch insgeheim doch mal besonders gewertschätzt. Mal allein für sich beachtet, gesehen. Doch das gehörte zu der List. Der Teufel, er fördert unbemerkt einen Zweifel, eine Umkehrung der Ordnung Gottes, die Gott gesetzt hat zum Guten. Paulus schreibt, dass es eine Bedeutung hatte, dass Gott den Mann zuerst schuf und dann die Frau. Das hatte eine Bedeutung. Es sollte etwas ausdrücken, was auch Gott von Mann und Frau fordert. Doch die Schlange verkleinert die Stellung, ignoriert die Stellung des Mannes. Sie sagt, hat Gott wirklich gesagt, von allen des Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Diesen Satz, den sie hier scheinbar zitiert, hat Gott eigentlich zu Adam gesagt, als es Eva noch gar nicht gab. Und Adam hat es dann vermutlich Eva weitergesagt, hat sie belehrt. Doch die Schlange spricht so, als hätte Gott es zu beiden gleichzeitig gesagt. Ihr. Ja, ich weiß, dass das scheint so unbedeutend. Aber das ist die List. Der Teufel umgeht, untergräbt, überschreitet die guten Ordnungen Gottes, indem er Zweifel sät. Indem er so tut, als hätte diese Ordnung überhaupt keinen Sinn, als wäre das ohne Bedeutung. Und ich muss euch nicht sagen, wie aktuell dieses Thema heute ist. Aber seht ihr, wo es beginnt? Seht ihr, wo diese falsche Gleichmacherei beginnt? Und merkt ihr, wie schnell man darüber hinwegliest? Sowohl im Text, als auch vielmehr noch im Leben. Stellung von Mann und Frau. Was hat das für einen Sinn? Was ist das für eine antike Vorstellung? Nun, es gehört zur List, zu der ersten List der Schlange. Aber der Teufel, er sät auch Zweifel am Verständnis des Wortes Gottes. Hat Gott wirklich gesagt, von all den Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Von dieser subtilen, unbemerkten Zweifel an der Ordnung Gottes, an dieser Schöpfungsordnung, geht er einen Schritt weiter und er fördert einen Zweifel am Verständnis des Wortes Gottes selbst. Sehen wir die Schatzkarte wirklich richtig rum? Müssten wir nicht vielleicht in die andere Richtung gehen? Hat Gott wirklich gesagt?
Hier ist gar keine direkte Aussage gemacht. Keine klare Erklärung abgegeben. So und so ist das. Nein, sondern nur eine merkwürdige, schwammige Frage. Eva, ich will dich einfach mal was fragen. Wie ist denn deine Meinung dazu? Hast du dich schon mal gefragt, ob wir das Wort Gottes überhaupt richtig verstehen? Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, dass man die Karte vielleicht auch andersrum drehen kann? Eva, das, was Gott gesagt hat, hat er es auch wirklich so gemeint? Oder haben wir das falsch verstanden, falsch interpretiert? Kann es überhaupt so gemeint sein? Eva, denk mal nach. Macht das überhaupt Sinn? Ist das logisch, dass er so etwas gesagt hat? Versteht ihr? Er öffnet einfach einen weiten Raum der Spekulation. Nichts wirklich Greifbares, nichts wirklich Festes, aber einen weiten Raum der Spekulation, der Unsicherheit, ohne dabei irgendetwas Genaues zu sagen. Ich habe doch nur gefragt. Fragen wird doch wohl noch erlaubt sein. Aber die Schlange ist listig. Es ist mehr als eine Frage. Es ist eine Richtungsweisung. Er rüttelt mal an den Säulen und schaut, ob nicht irgendetwas zu wackeln beginnt. Bemerkenswert dabei ist auch die Zweideutigkeit. Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen. Eindeutig, zweideutig. Was besagt diese Frage eigentlich? Nun, es ist offensichtlich ganz bewusst uneindeutig. Man kann es auf zwei Weisen verstehen. Es könnte heißen, ihr dürft nicht von allen Bäumen des Gartens essen. Also es gibt Ausnahmen. Nicht jeder einzelne Baum ist zum Verzehr bestimmt. Von wie vielen Bäumen durften Adam und Eva nicht essen? Wer weiß es? Von einem. Von all den Bäumen des Gartens durften Adam und Eva von einem Baum nicht essen. Es macht aber einen Unterschied, oder? Ob man sagt, von allen Bäumen außer einem dürft ihr nicht essen, oder dürft ihr nicht von allen Bäumen essen? Doch man kann diese Frage auch anders verstehen. Nicht nur im Deutschen, sondern auch in der Ursprache. Es kann auch bedeuten, von allen Bäumen nicht. Ist es wahr, dass ihr von all den Bäumen nicht essen dürft? Das wäre natürlich total falsch und total übertrieben. Aber diese Zweideutigkeit schwingt mit, als würden Adam und Eva von gar keinen Baum essen dürfen. Wie muss ich das Wort Gottes überhaupt verstehen? Macht es Sinn, dass wir nicht von allen Bäumen essen dürfen? Und schwingt nicht diese Unsicherheit, diese Zweideutigkeit einfach in dieser Frage mit? Vielleicht verstehen wir das einfach falsch. Oder es gibt einfach diesen Unterton. Eigentlich sind alle Bäume verboten. Der Teufel ersät Zweifel am Verständnis des Wortes Gottes, und zwar durch die geschickte Fragestellung. Und wieder ist diese List heutzutage gegenwärtig. Oder war das etwas, was es nur im Garten Eden gab? Es ist so erstaunlich. Der Teufel führt zum Wort Gottes hin, scheinbar, oder? Das Erste, was er sagt, ist, hat Gott wirklich gesagt? Und er zitiert scheinbar etwas von dem Wort Gottes. Er beginnt mit einem Hinweis auf das Wort Gottes, doch nur, um diese Grundlage zum Wanken zu bringen. Und diese List hat unzählige theologische Universitäten, Seminare und Gemeinden verführt. Es wird zum Wort Gottes hingeführt, doch nur, um es völlig zu untergraben, um alle Sicherheiten zu rauben
unter dem Deckmantel aufrichtiger Neugierde, Wissensdurst, wird alles vom Wort Gottes hinterfragt und in Zweifel gestellt. Und alles, was sicher scheint, wird zum Wanken gebracht. Man kann es auch alles ganz anders verstehen. Man kann es auch ganz anders interpretieren. Wir könnten das auch mal von dieser Perspektive betrachten, hat Gott wirklich gesagt. Viele rühmen sich sogar ihrer eigenen Ungewissheit und Haltlosigkeit und merken nicht, dass sie ihre Karte zum eigenen Schaden und Verderben verdreht haben. Die Liste des Teufels, damals wie heute, beginnt meistens mit Zweifel. Zweifel an Gottes Ordnungen und Zweifel an Gottes Wort. Und zweitens, Entfremdung. Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Mit dem Zweifel wendet die Schlange den Sinn der Frau auch immer mehr, nicht nur von dem Wort Gottes ab, sondern von Gott, dem Herrn selbst. Damit sie verführen und verderben kann, muss sie die Verbindung zwischen Mensch und Gott schwächen. Und darum greift sie nicht nur Gottes Ordnung und Gottes Wort an, sondern auch ganz gezielt Gottes Wesen. Sie fördert Misstrauen. Sie versucht, die Beziehung, die Gemeinschaft zu schaden. Und hierbei wieder sehr listig. Denn beides tut sie fast unbemerkt. Im ersten Kapitel von 1. Mose bis Kapitel 2, Vers 3, dem sogenannten Schöpfungsbericht, wird Gott als allmächtiger Schöpfer immer Elohim genannt, das heißt mächtiger Gott. Zu Beginn von Kapitel 2, da wo es dann um den Garten Eden und die Schöpfung des Menschen geht, da haben wir festgestellt, dass Gott einen weiteren Namen bekommt, wenn es um diese Beziehung mit den Menschen geht. Ab Kapitel 2, Vers 4 bis zum Ende von Kapitel 3, also das ganze, den ganzen Abschnitt über den Garten Eden, heißt es immer Gott, der Herr, Elohim, Jahwe. Immer. Jahwe ist ein persönlicher Name Gottes. Ich bin, der ich bin. Mit diesem Namen drückt Gott aus, ich bin treu. Ich bin für euch. Ich bin mit dem Menschen verbunden. Jahwe, ich bin, der ich bin. Das ist dieser Name des Bundesgottes. Gott ist ein treuer, persönlicher, fürsorglicher, segensreicher Gott. Der mächtige Gott ist für uns. Gott, der Herr, Elohim, Jahwe. Wie gesagt, an jeder Stelle im Kapitel 2 und 3, wenn von Gott die Rede ist, steht dort Elohim Jahwe. Außer in dem Gespräch der Schlange mit Eva. Bemerkenswert, oder? Ein Zufall? Keineswegs. Eine List. Die Schlange sagt nicht, hat Gott der Herr? Hat Gott Jahwe, hat Gott, der treue Bundesgott, wirklich gesagt? Nein. Die Schlange entfremdet den Menschen von dem Herrn. Gott wird unpersönlicher. Nur noch der mächtige Gott, aber nicht mehr der Gott, der für uns ist. Eine List. Hat Gott wirklich gesagt? Sie entfremdet nicht nur von der Person Gottes, sondern auch von seiner Güte. Denn sie verzerrt das Wort Gottes, um Gottes Wesen falsch darzustellen. Doch das geschieht mit so viel List, dass Eva es überhaupt nicht wahrnimmt. Denn der Teufel, er lügt mit der Wahrheit. Das heißt, er sagt etwas Wahres, aber es ist entweder zweideutig, sodass es Zweifel sät, oder es ist verzerrt, sodass nicht die ganze Wahrheit gezeigt wird, nur ein Teil der Wahrheit. Die gefährlichsten und
wirksamsten Verführer der Christenheit, der Gemeinden, sind darum so wirksam, weil sie so viel Wahres sagen. Weil so viel Wahres in ihren Reden ist. Doch die wenigsten achten darauf, was sie eben gerade nicht sagen, was sie auslassen. Das, was bei ihnen nie zur Sprache kommt. In unserem Predigtext wird das sehr deutlich. Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Stimmt es, dass Adam und Eva nicht von jedem Baum im Garten essen durften? Stimmt das? Ja! Ja, es stimmte! Beweist das nun, dass Gott geizig und kleinlich und unbarmherzig ist? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Aber es klingt doch so. Es scheint doch so, weil der Teufel sich nur auf das Verbot konzentriert. Es wirkt so, als ständen im Garten Eden lauter Verbotsschilder. Die Verneinung, nicht essen, ist absolut dominant. Der absolute Schwerpunkt, er nimmt die ganze Frage ein. Nicht essen, nicht essen. Aber wir finden keinen Hinweis auf Gottes Güte, auf seine Herzlichkeit, auf seine Versorgung, mit der er die Menschen im Garten erfreute. Keinen einzigen Hinweis. Schaut einmal, was wir in 1. Mose 2 lesen, diesem Originalzitat. 1. Mose 2, Vers 16. Hier heißt es: Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Man kann sogar übersetzen, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen oder in Fülle essen. Das Wort Gottes stellt die Güte und den reichlichen Segen Gottes voran und betont ihn, bekräftigt ihn. Diese Güte, diese Herzlichkeit, diese Fülle. Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen. Nach Belieben essen. Wie du willst essen. Du musst nicht fragen, alles ist dein. Doch die Schlange lässt das aus und nennt nur das Verbot. Das ist zwar wahr, aber eben nur halb wahr. Und eine halbe Wahrheit wird schnell zu einer ganzen Lüge. Das Verbot war ein Verbot als Schutz zum Guten. Es gehörte sogar zur Güte Gottes. Es sollte nämlich die Gemeinschaft zwischen dem Menschen und Gott erhalten. Diese segensreiche Gemeinschaft. Das ganze Umfeld, der ganze Garten, er bewies Gottes Freundlichkeit, Gottes Freigebigkeit, Gottes Großzügigkeit, Gottes Güte. Doch wer nur auf den verbotenen Baum blickt und alle anderen Bäume außer Acht lässt, der kommt zu einer falschen Vorstellung über Gott und sein Wesen. Und darum geht es dem Teufel. Darum geht es der Schlange hier in diesem Garten. Die Güte wird ausgelassen, das Verbot allein dargestellt. Der Teufel, er fördert ein unausgewogenes Bild von Gott. Nie den ganzen Gott in all seinen Eigenschaften. Immer nur einen verzerrten Teil Gottes. Ja, Gott ist heilig, gerecht und strafend. Wir haben in der Schriftlesung gelesen, keineswegs lässt Gott ungestraft. War das alles, was Mose am Berg Sinai gehört hat? Nein. Jahwe, Jahwe, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und reich an Gnade, der vergibt an Tausenden von Generationen. Das steht davor.
Gott ist gütig und gnädig und voll herzlicher Liebe. Nur wo beides zusammengehört, reden wir von dem Gott der Bibel. Aber ein Gott der Liebe ohne Zorn, wie es so vielfach gepredigt wird in dieser Zeit, und genauso wenig ein zorniger Gott ohne Liebe, ist nicht der wahre Gott. Diesen Gott gibt es nicht. Aber es ist eine List, der die Menschen von Gott entfremdet. Der Teufel, er entfremdet den Menschen von Gott. Und vielleicht kennst du es in deinem eigenen Leben. In Situationen, wo du dir etwas wünschst, aber es geht nicht in Erfüllung. Oder es ist dir nicht erlaubt aufgrund des Wortes Gottes. Da schleichen sich diese finsteren, diese düsteren Gedanken auch bei dir ein. Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott es wirklich so gemeint? Meint Gott es vielleicht gar nicht gut mit mir? Ist er wirklich so engherzig, so grausam, so ohne Mitgefühl? Will er mir diese Freude rauben? Will er mir das wirklich vorenthalten? Kann es sein, dass Gott wirklich so ist? Lass dich nicht einfangen von einer verzerrten Wahrnehmung von Gottes Wesen. Und überall da, wo du merkst, solche Gedanken kommen in dir auf, habe Acht und denke an Eva. Habe Acht und denke an diese Schlange, die Eva überlistet. Und darum ist es so wichtig, dass wir die ganze Bibel gut kennen. Freunde, das ist doch unser Mittel, dass wir Gott kennenlernen, wie er ist, wie er sich offenbart hat. Darum ist es wichtig, dass der ganze Ratschluss Gottes gepredigt wird. Und nicht nur unsere Lieblingstexte. Nicht nur die Texte, die so schön auf den Postkarten und Postern machen. Wir wollen Gott erkennen und wollen ihm nahe sein und Gemeinschaft mit ihm haben, so wie er ist, wie er sich geoffenbart hat, denn das allein ist gut für uns. Gott, der Herr, hat dir mitgeteilt, was gut ist, was er von dir fordert. Doch dieser Zweifel und diese Entfremdung, sie haben bereits eine Wirkung. Wahrscheinlich war sich Eva gar nicht bewusst, was sich bereits in ihrem Sinn, in ihrer Einstellung, in ihrer Sicht geändert hat. Ich erwähne das so häufig, weil ich glaube, dass es wirklich hier in diesem Text so deutlich hervorkommt. Ich glaube, Eva war sich vielem überhaupt nicht bewusst, was hier gerade vor sich geht. Doch ihre Worte deuten darauf hin, dass die List der Schlange schon größeren Einfluss auf ihr Denken hat, als sie zugeben würde. Wir lesen hier in Vers 2, da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Wir sehen hier schon etwas von einer Entfremdung. Eva scheint Gott zu verteidigen, oder? Wahrscheinlich tatsächlich auch mit einer guten Absicht. Sie merkt, die Fragen der Schlange sind irgendwie missverständlich. Und sie will sie etwas zurechtrücken. Ganz ist das nicht wahr. So, man kann das hier ein bisschen missverstehen. Ich rück das mal ein bisschen gerade. Doch sie steht schon selbst gar nicht mehr so fest und gerade, wie sie dachte. Sie lässt Gottes Güte aus. Woran sehen wir das? Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Merkt ihr, was fehlt? Sie sagt nicht, Gott hat uns die Fülle an Früchten all dieser Bäume geschenkt. Sie hebt sich selbst hervor. Oh, von den Früchten der Bäume essen wir.
Sie spricht, als wäre es ihr Recht, ihr Besitz. Also, ganz so weit geht der Anspruch Gottes nicht. Wir essen von all den Früchten der Bäume. Wo ist die Dankbarkeit? Wo ist die Freude, dieses ehrfürchtige Staunen über Gottes Freigebigkeit, über Gottes Versorgung, über Gottes Freundlichkeit? Wo ist es geblieben? Und auch geht sie gar nicht auf Adam ein, sondern sie bleibt in der Wir- und Ihr-Form. Gott hat gesagt, ihr sollt nicht davon essen. Vielleicht gefiel ihr das ganz gut. Wie so ein erster Ansprechpartner schon dazustehen. Sie sagt nicht, Gott hat meinem Mann befohlen. Und mein Mann hat mir berichtet, was Gott gesagt hat, woran wir uns halten. Ihr sollt nicht davon essen. Sie wird selber Sprecherin für den Mann. Wir essen. Und dann auch der Name. Gott hat gesagt. Sie spricht über Gott genauso unpersönlich wie die Schlange. Gott. Nicht Gott der Herr, wie bei jeder anderen Stelle im Garten Eden. Wie bei jeder anderen Erwähnung von Gott im Garten Eden. Außer in den Worten der Schlange und hier dem Mund von Eva selbst. Jahwe, der persönliche Bundesgott, ist in Evas Antwort plötzlich entfallen. Und es kommen auch schon Zweifel auf. Zweifel nach dem richtigen Sinn des Verbotes. Der verbotene Baum heißt nicht der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, so wie Gott ihn genannt hat. Wie nennt sie den Baum? Ist euch das aufgefallen? Wie nennt sie den Baum? Der Baum, der in der Mitte des Gartens steht. Nun, ich will hier nicht zu viel hineininterpretieren. Der Baum stand in der Mitte des Gartens. Doch es klingt wesentlich willkürlicher, oder? Das Besondere des Baumes ist nicht seine Eigenschaft, sondern nur noch seine Position. Er steht halt zufällig in der Mitte des Gartens. Warum ich nun ausgerechnet nicht an den dran darf, verstehe ich auch nicht. Ist halt nur der Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat ihn genannt, den Baum der Erkenntnis von Gutem und Bösem. Da steht ein Sinn dahinter. Und es geht auch nicht nur um das Essen der Frucht. Eva fügt sogar etwas hinzu, was Gott gar nicht gesagt hat. Ist euch das aufgefallen? Ich weiß, es sind hier unheimlich viele kleine Details. Man liest so schnell darüber hinweg. Aber sie sagt, ihr sollt die Früchte auch nicht berühren. Also wenn man das vergleicht mit 1. Mose 2, Vers 16, das hat Gott gar nicht gesagt. Nur nicht davon essen. Vom Berühren hat Gott gar nicht gesagt. Nun, vielleicht haben Adam und Eva vereinbart, vorsichtshalber die Früchte auch gar nicht zu berühren. Doch das war nicht Teil des Gotteswortes. Das war bestenfalls eine ehrfürchtige Tradition oder aber eine misstrauische Übertreibung, die das Verbot noch unsinniger, noch willkürlicher darstellt. Nicht mal berühren dürfen wir. Keine Freude ist uns erlaubt. Weder essen, man nicht mal anfassen dürfen will. Sie beginnt an dem Wort und dem Sinn des Verbotes zu zweifeln. Und sie relativiert die Konsequenz. Das werden wir uns das nächste Mal noch etwas genauer ansehen. Doch Gott hat in 1. Mose 2 ganz ausdrücklich betont, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Die Betonung im Text ist so stark, dass manche übersetzen, musst du gewisslich sterben. Sterbend musst du sterben. Doch Eva drückt es aus, als wäre es nur eine Möglichkeit.
Ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Damit ihr nicht unter Umständen sterbt. Es könnte passieren, dass, aber das wollen wir ja alle nicht. In Evas Worten klingt es wie so eine leere Warnung von Eltern, die sagen, ich zähle bis drei und dann passiert nichts. Sie zweifelt an der Klarheit des Wortes Gottes. Dass es Konsequenzen hat, wenn das Wort Gottes übertreten wird. Sie zweifelt an der Schärfe, an der Ernsthaftigkeit des Wortes Gottes. Und wird Gott ihrem Versorger, dem sie alles zu verdanken hat, in dessen Bild sie geschaffen ist, sie wird diesem Gott immer fremder. Vielleicht geht es dir heute Morgen ganz ähnlich. Vielleicht denkst du in deinen Gedanken, vielleicht wankst du in deinem Gedanken. Du willst dich an Gott und seinem Wort halten, aber es wird irgendwie immer ungewisser. Immer fremder. Immer ferner. Das Beten wird immer schwerer. Die Freude an ihm, an deinem Wort, wird immer weniger. Das Misstrauen wird immer größer. Das Unverständnis wächst mit jedem Tag, an dem du nicht das bekommst, was du dir wünschst, an dem es nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast. Lass mich dich heute Morgen warnen. Lass mich dich warnen. Die alte Schlange ist klüger als du. Nimm deine Zweifel, diese fahrenden Gedanken nicht leichtsinnig. Paulus fürchtete um die Gemeinde in Korinth. Und das mit gutem Grund. Solltest du dich da nicht fürchten? Eva, die in einem vollkommenen Paradies war, ohne Sünde, wurde überlistet. Sollten wir uns da nicht fürchten? Denkst du, du bist listiger, schlauer, weiser, cleverer als der Teufel? Nun lass mich dir sagen, er hat mehr Erfahrung als wir alle hier in dem Raum zusammen. Er kennt alle Mängel und alle negativen Umstände, alle Traurigkeiten in deinem Leben. Und er weiß sie gegen dich zu verwenden. Mit all seiner List. Er weiß genau, wie er dich locken und beeinflussen kann. Vertraue nicht auf deine Weisheit noch auf deine Kraft. Der Teufel ist eine listige Schlange, doch es gibt ein Gegenmittel gegen seine List. Christus, das Licht. Die Evangelien berichten uns, wie Jesus Christus, der Sohn Gottes, auch der List Satans ausgesetzt war. Der Teufel, er versuchte ihn, nicht in einem paradiesischen Garten mit vollem Magen, sondern in der Wüste ohne Essen 40 Tage lang. Doch Jesus wankte nicht. Nein, es heißt, der Teufel floh vor ihm. Er zweifelte nicht an dem Wort Gottes, noch an der Nähe und Güte Gottes, sondern er widerstand dem Teufel und er floh von ihm. So wie das Licht die Finsternis vertreibt, so finden wir allein in Jesus Christus das Licht, mit dem wir gegen die Listen des Teufels bestehen können. Nicht mit unserer List, sondern mit Christi Licht. Licht, das uns das Wort Gottes erleuchtet und Licht, das uns den Weg zu Gott, dem Herrn, dem Rettergott, zurückweist. Ja, Jesus selbst ist die Wahrheit und er ist auch der Weg zum Vater. Er ist unser wahrer Prophet, der uns das Wort aufzeigt und unser Priester, der uns mit Gott versöhnt. Paulus schreibt den Korinthern, in Jesus finden wir das Ja und das Amen für alle Verheißungen Gottes. Das Wort Gottes wird durch Christus erfüllt und bestätigt. Jesus ist der Beweis dafür, dass Gott wahrhaftig ist und dass sein Wort gewiss ist. Jesu Leben war Schrifterfüllung durch und durch. Er hat die Weissagungen der Bibel erfüllt. Er ist der Retter, der gekommen ist, um,
um die Menschen von dieser Finsternis der Lüge zu befreien. Er hat das Wort Gottes bestätigt. Sagt in der Bergpredigt, denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Er hat hundertfach bekräftigt und bewiesen, dass der Teufel nicht siegen kann, wo mit Glauben das Wort Gottes bestätigt wird. Dieser Glauben, der wie ein Schild ist gegen all diese Brandpfeile des Satans. Doch nicht nur hat er bewiesen, dass das Wort Gottes wahr und gewiss ist, wie solch ein guter und vollkommener Prophet. Nein, er ist auch gekommen als unser Priester, um uns, die wir durch die List und den Betrug der Sünde Gott fremd geworden sind, ja, Feind geworden sind. Die Bibel sagt, wir sind Feinde Gottes geworden, verblendet in unserem Sinn, völlig umnachtet und verfinstert in unserem Verstand. Wir sind fern der Nähe und Güte Gottes durch unsere Sünde, durch diesen Betrug des Satans. Doch Jesus Christus ist gekommen, um den Weg zum Haus des Vaters unseres Herrn zu öffnen, zurückzuführen. Er dreht die Karte wieder richtig und er führt uns in das Vaterhaus. Ja, er ist selbst der Weg. Niemand kommt zum Vater als allein durch Jesus Christus. Jesus, dieser Name, er heißt Jahwe rettet. In Jesus sehen wir die Liebe und die Güte Gottes, seine Retterkraft. Aber in Jesus sehen wir auch den Zorn und die heilige Gerechtigkeit Gottes, der nicht ungestraft lässt. Kreuz von Golgatha erlitt Jesus für uns an unserer Stelle das gerechte Gericht Gottes. Unser Zweifel und unsere Entfremdung, unser Misstrauen und all unsere Schuld und Sünde, er trug sie am Kreuz. Und eben darin zeigt sich seine Liebe und Gnade. Eben darin. So auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So zeigt sich die Liebe, indem beides demonstriert wird. Seine Gnade und seine Gerechtigkeit. Er vergibt, aber er lässt nicht um. Der Herr hat ihn schlagen lassen zu unserer Rettung. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Jahwe rettet. Jesus Christus ist gekommen, damit er uns wieder in Gemeinschaft mit Gott bringt. Damit Gott uns nicht fern bleibt. Sondern er ist der Immanuel, der Gott mit uns, der Gott für uns. Der Gott eines Gnadenbundes. Jahwe rettet. Und wer an Jesus glaubt und zu Jesus gehört, der steht unter seinem Schutz. Und alle Listen des Teufels genügen nicht, um auch nur einen der Auserwählten Gottes zu verderben. Niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus ist. Christus ist das Licht gegen alle List. Vertraue dich ihm an. Zweifle nicht an seinem Wort. Vertraue auf Gott, der uns in Christus in seiner ganzen Fülle nahe gekommen ist. Auf Jesus allein wollen wir blicken. Das ist eine heilige Einfalt, von der die Schlange verführen will, wegbringen will, abbringen will. Eine heilige Einfalt, keine vielfältige Perspektive, keine vielfältige Interpretation, keine vielfältigen Halbwahrheiten, sondern ein einfältiger, klarer, gewisser Glaube an Jesus Christus, unseren Herrn, der sich für uns hingegeben hat, auf dass wir Frieden haben. Das Licht gegen alle List. Er wird euch niemals hinters Licht führen. Denn Jesus ist treu und verlässlich. Glaube an sein Wort.
vertraue dich ihm an. Er meint es gut.